Congratulations. Your new hardware has just come home. Ja, da ist sie nun, die ACA 1221, die derzeit neueste Budget-Turbokarte von Individual Computers. Die Karte kommt in der Grundkonfiguration und kann durch Lizenzzukauf ordentlich aufgebohrt werden. Doch diese zusätzlichen Optionen sind nicht das, worauf ich in dieser Folge den Schwerpunkt legen möchte. Eigentlich will ich nicht mal den Schwerpunkt auf ihren eigentlichen Einsatzzweck, nämlich als Turbo für einen Amiga 1200 sprechen. Nein, es geht um die Kombinierbarkeit mit der Turbokarte ACA 500 für den Amiga 500. Yes, the Chips Quickie Nummer 37, das Budgetgespann für den Amiga 500, ACA 1221 an ACA 500. ACA. Stellen wir erstmal klar, was Individual Computers damit überhaupt meint, was ACA überhaupt heißt. Es steht für Amiga Classic Accelerator, also ein Beschleuniger für klassische Amigas. Über die Turbokarte ACA 500 für den Amiga 500 war ich ja damals voll des Lobes. Zum damaligen Anschaffungswiderstand von rund 90 Euro bekommt man einen beschleunigten 68.000er Prozessor, der auf 14 MHz läuft, also doppelt so schnell wie der 68.000er des normalen Amiga 500, 2 MB unterschiedlich einbindbaren Arbeitsspeicher, Kickrom 1.3 und 3.1 Onboard und einen Uhrenport. Das Beste aber, aus meiner Sicht, sind die beiden Compact Flash Kartenslots, wovon der Boot-Slot eine normale Amiga-Festplatte, also auch mit Amiga-Dateisystem, ersetzt und das ist das Tolle, der andere Compact Flash Slot unterstützt sowohl klassische Amiga-Dateisysteme als auch das Windows-kompatible FAT-Dateisystem, was den Datenaustausch natürlich enorm vereinfacht, kein Umweg mehr über Emulatoren oder sonstige Zwischenschritte. Einfach deine FAT-formatierte Compact-Flash-Karte in den Windows-Rechner rein, Software-Packages draufschieben und im ausgeschalteten Zustand in die ACA 500 stecken und sofort Zugriff drauf haben. Toll! Einfach toll! Ja, aber nur toll, nicht perfekt eben. Ich habe damals angemeckert, dass wenn man mit der Anschaffung der ACA 500 hauptsächlich in Richtung WHD-Load-Games schielt, der Prozessor doch ruhig ein 68020er hätte sein können und auch, dass der Arbeitsspeicher ein wenig zu knapp bemessen ist. So ein WHD-Load-Install vom Spielchen Dune beispielsweise wollte nicht laden, weil es an Speicher mangelte. Okay, ich habe hier auch die MapROM-Funktion genutzt, welche 512 KB braucht und auch die Classic Workbench, die ist ja speicherintensiver als die normale, das muss man schon fairerweise dazu sagen. Doch damals schon haben wir an die ACA 500 eine Turbokarte angeschlossen, welche eigentlich für den Amiga 1200 gedacht ist. Damals war das die alte Blizzard 1230-4 von Phase 5, eine 50 MHz Rennmaschine. Aber heutzutage eine relativ teure Karte und von der Leistung her für den reinen WHD-Load-Anwendungsfall eigentlich schon deutlich oversized. Aber jetzt kommt die kleine ACA 1221. Wir schauen uns, wie eingangs gesagt, die Karte nur in ihrer Grundkonfiguration an, so wie man sie derzeit für 80 Euro kaufen kann. Kernstück der Karte ist ein 68020er Prozessor, getaktet auf 17,03 MHz. RAM ist auch mit dabei, ganze 9 MB sind in der Standardausführung freigeschaltet. Die Clockports der 1221 kann man leider nicht verwenden, wenn man sie an einer ACA 500 betreibt. Aber es macht ja nix, die ACA 500 hat ja ihrerseits so eine Möglichkeit mit dabei. Für Highspeed-Freaks sind diese technischen Spezifikationen freilich kalter Kaffee. Damit gewinnt man kein Benchmark-Rennen, ganz gewiss nicht. Aber für preisbewusste, einfach nur Zockenwolle ist die Kombination aus ACA 500 und ACA 1221 gewiss vorteilhaft.
Machen wir mal einen einfachen Check in Sachen Speed. Das wird jetzt kein professionelles Benchmarking, also hängt euch bitte nicht dran auf. Zunächst booten wir unseren Amiga 500 mit der ACA 500 daran. Auf der bootbaren Compact Flash Karte ist die Workbench 3.1 mit 68K Classic Workbench Erweiterung drauf. Wir wählen im Startmenü der ACA 500 als Kickstart die Version 3.1 und lassen das System in der Maximalkonfiguration starten, also das ist hier die Taste F1. Jo, das hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, war aber mit etwa 25 Sekunden dennoch deutlich schneller als ein Workbench-Start von Diskette. Jetzt werfen wir einen kurzen Blick ins Sysinfo. ...1439 Drystones. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Sysinfo sagt dazu exzellent. Schön. Die Zugriffszeit auf die Compact Flash Karte im Bootslot fällt mit 1,4 MB die Sekunde zwar nicht rekordverdächtig, aber immerhin für einen Amiga 500 durchaus ordentlich aus. Wir reden hier übrigens vom klassischen Fast-File-System, nur mal so am Rande. Soweit, so gut. Versuchen wir aber jetzt Tune zu öffnen, bekommen wir den Fehler um die Ohren gehauen, dass wir zu wenig Arbeitsspeicher haben. Tja. Aber da können wir ja jetzt was tun. Wir schalten den Amiga nun ab und installieren die ACA 1221 auf der ACA 500. Als ich im Vorfeld das Ganze getestet habe, ist mir Folgendes aufgefallen. Meine ACA 500 wollte, ohne zusätzliche Turbokarte, oftmals nicht anlaufen. Abhilfe schuf dieser lustige Hack hier, ein 1 oder 1,2 Kilo Ohm Widerstand in diesen Bohrungen. Nach der Installation der ACA 1221 oder einer anderen Turbokarte scheint dieser Widerstand nicht mehr notwendig zu sein. Ich konnte aber keine zwingende Ausschließlichkeit feststellen, mal ging's mit dem Widerstand, mal nicht. Wichtiger Hinweis hierzu, wenn ihr diesen Widerstandshack macht, ist das natürlich und selbstredend auf eure eigene Gefahr. Wir machen nun die gleiche Aktion wie zuvor. Amiga einschalten, Kickstart 3.1 und Maximalkonfiguration auswählen und booten lassen. Die Startzeit hat sich nun auf etwa 25 Sekunden reduziert. Das geht schon mal in Ordnung. Sysinfo erzählt uns etwas von satten 3378 Drystones, kommentiert das Ganze mit einem Spruch, den ich so noch nie im Sysinfo gelesen habe. Only Amiga makes it possible. Ja, das war ein alter Slogan damals. Nett. Was die Zugriffszeit auf die Compact Flash Karte angeht, so liegen wir nun bei etwa 1,9 MB die Sekunde und das ist in dieser Leistungsklasse mit Fast File System ein Brett. Kann man so stehen lassen. Absolut in Ordnung. Ein Blick in die Speicheraufteilung verrät uns, wie der Speicher angesprochen wird. Wir haben 8 MB FastRAM, 1 MB ChipRAM und 1 MB SlowRAM. Im Trapdoor unseres 500ers stecken die obligatorischen 512 KB. Wie diese hier in dieser Konstellation nun genau untergebracht worden sind, weiß ich nicht, juckt mich aber auch nicht wirklich. Und, bitteschön, der Kampf um Arrakis kann weitergehen. Tune startet durch. Arbeitsspeicher haben wir ja nun in ausreichendem Maße zur Hand. Auch wenn man sich ein paar andere Games anschaut, so wird man bei einigen davon feststellen, dass nun eben doch alles ein wenig flüssiger von der Hand geht. Bei Turricane gibt's beispielsweise keine, wie soll ich das jetzt beschreiben, keine Aussetzer mehr zwischendurch. Welcome to Turrican! Ich
Für die ACA1221 steht ein Softwarepaket auf der Wiki-Seite von Individual Computers bereit. Darin beinhaltet ist eine spezielle ACA1221 Library, das Programm ACA Clock, mit dem man die Prozessortaktung verändern kann, insofern man dafür eine Lizenz erworben hat freilich, ACA Control, welches einem den Status der Karte und noch andere Infos liefern kann, und das ACA Gov, welches je nach Prozessorlast die Taktung selbsttätig regulieren soll. All das läuft aber derzeit noch nicht in der Kombination ACA1221 an ACA500. Hierfür wird es demnächst ein Firmware-Update für die ACA500 geben. Erst dann kann man auch diese Zusatzfeatures nutzen. Wenn man diese Features also jetzt nutzen wollte, ginge das erst einmal nur in einem Amiga 1200. Für meine Zwecke hier allerdings sind diese Zukaufkomponenten erstmal uninteressant. Kaufempfehlung! Ja, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Wenn du schon eine ACA 500 hast, hauptsächlich WHD-Load spielen möchtest und der Meinung bist, dass einige Installs nicht laufen wegen zu wenig RAM, dann ist die ACA 1221 gewiss genau deine Karte. Wenn du aber noch keine ACA 500 hast, dann solltest du vielleicht noch etwas Geduld bewahren, bis die ACA 500 Plus erscheint. Nichts Genaues weiß man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber man munkelt, dass der Preis nicht brutalst hoch sein soll. Wenn man einem A1200 Beine machen möchte, naja, dann würde ich die ACA 1221 nicht unbedingt empfehlen, denn der normale 1200er hat ja schon einen 68020er Prozessor, wenn auch nur auf 14 MHz. Einziger Mehrnutzen wäre freilich das RAM und gegebenenfalls die Zusatzfunktionen. Preislich ist die 1221 aber auch hier absolut in Ordnung. Ich persönlich würde halt einen Amiga 1200 ganz reflexartig auch gleich mit einem dickeren Prozessor, also etwa einem 68030 ausrüsten wollen. Fällt halt mal wieder in die Welt der Geschmackssache. Eine Anmerkung noch, nur damit es nicht zu Verwirrungen kommt. Die ACA 1221 ist vorrangig eine Turbokarte für den Amiga 1200, also einen Computer mit AGA-Chipsatz. Dies bedeutet aber nicht, dass ihr mit der 1221 an der ACA 500 den Amiga 500 zu einer AGA-Maschine macht. Am Chipsatz ändert sich durch Einsatz der 1221 gar nichts. AGA-Spiele bleiben euch nach wie vor verwehrt. Wir könnten jetzt abschließend noch böse spekulieren, aber das geht selten gut aus und ist auch nicht produktiv, geschweige denn ändert es irgendwas. Aber rekapitulieren wir mal die Tatsachen. Da kommt die ACA 500 heraus. Eine tolle Karte, aber ein wenig schlapp in Sachen Prozessor und gewiss mit zu wenig Arbeitsspeicher. Dann ist die ACA 500 vergriffen, nicht mehr bestellbar. Dann erscheint die ACA 1221, welche wie angegossen die kleinen Schwächen der ACA 500 ausbügeln kann. Und bereits jetzt ist die ACA 500 Plus angesagt, welche höchstwahrscheinlich ebenfalls die Nachteile der ACA 500 glattziehen kann. Ein Schelm, der hierbei an eine Verkaufsstrategie denkt. Alles in allem freue ich mich über die neue Turbokarte ACA 1221 von Individual Computers. Einmal mehr hat uns der gute Jens eine tolle Turbokarte beschert, welche vor allem kostengünstig ist. Mit seinem neuen Lizenzierungsmodell wünsche ich ihm den notwendigen Zuspruch, denn ich finde die Idee absolut genial. Turbokarte zum günstigen Preis in der Basisausführung und je nachdem, was man eben als Feature noch haben möchte, seien es mehr Megahertz auf dem Prozessor oder mehr Megabyte im Arbeitsspeicher oder die MapROM-Funktion, was auch immer. Das ist wie beim Auto, die Aufpreisliste eben. Man zahlt, was man haben will. Und wenn man eben nichts haben will, dann fährt man die Karre eben in der Basisausstattung. Und auch wenn es an und für sich nun für mich keinen Sinn machen würde, aber die ACA 500 Plus, die werde ich mir ganz gewiss kaufen, nur um mal zu schauen, was sie so drauf hat. Und hoffentlich, ja hoffentlich, kommt dann doch irgendwann mal die von vielen lang ersehnte Turbokarte ACA 2000 für den Amiga 2000. Das war's in aller Kürze zur ACA 1221 an der ACA 500.
Mal sehen, ob ich noch eine exklusive Folge zur 1221 machen werde. Derzeit schaut's nicht danach aus. Und wenn einer meint, dass ich ziemlich verschnupft klinge, 100 Punkte, dem ist so. Es ist Herbst, also habe ich Rotz. Und wenn du denkst, dass du stirbst, dann ist Herbst. Ich wünsche euch was, vor allem, dass ihr ohne Rotz auskommt und eine schöne Zeit habt. Adele, ciao und bye bye. Euer verschleimter Mick.